Hallo Freunde, heute starten wir mal ein bisschen was anderes und zwar werde ich mal einen kleinen Testvlog mit der Kamera jetzt machen. Hier soll jetzt ein schöner Schrank noch hinkommen. Wir haben heute hier mal ein bisschen Kaschiff gemacht. Falls ihr mal irgendwie ein bisschen mehr sehen wollen, wo meine Freundin und ich so wohnen, könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare hacken. Das ist zwar so ein bisschen YouTube-like, was ich nicht so hier auf dem Kanal starte, aber vielleicht habt ihr ja Bock drauf und ich zeige euch einfach mal, wo wir so wohnen. Alles klar, dann viel Spaß beim Video. Wir fahren heute mit Oskar, weil der Schrank wird etwas größer sein, also wieder ein kleiner Vorteil vom Transporter. Ich auf mit einer Hand. Ja, mach auf. Das geht nicht mit einer Hand. So, und ich glaube, ihr könnt schon ganz gut erkennen, was die Kamera nicht so gut kann. Also Lowlight Performance ist nicht so die größte. Aber der Rest ist auf jeden Fall, schockt auf jeden Fall schon sehr. Ich muss mich wieder sehr überwinden, hier zu quatschen gerade. Aber ja, wir wissen genau, was wir haben wollen. Beziehungsweise meine Freundin weiß es. Und das suchen wir uns heute mal raus. Dagegen ist meine Küche ja ein Schnapper gewesen. Ich nehme zwei Eier und dann gehe ich raus. Ist festgeklebt. Boah, es ist trotzdem noch so heftig voll, obwohl ich eigentlich gedacht hätte, heute wäre nicht so viel los. Und wir sind ziemlich spät los, wie ihr seht. Aber trotzdem sind sehr, sehr viele Menschen hier. Und ich muss mich überwinden, vor der Kamera hier zu quatschen. Vor allem mit diesem riesen Setup jetzt hier. Es ist schon mal was Neues. So, wir sind bei den Schränken angekommen und mal gucken, ob wir unser Modell hier finden. Suchen den in Weiß. Falls ihr nicht so viel Geld für eure Küche ausgeben wollt, nehmt ihr einfach dieses Modell hier. Kostet 30 Euro, könnt ihr auch alles mit anfangen. Ich pack das bei dir? Noch in meinen Kleiderschrank. Okay. So. So, und falls ihr irgendwas für eure Küche braucht, also in dem Bus oder irgendwas, dann kann ich euch echt IKEA empfehlen, weil da sind relativ günstige Sachen, so besteckmäßig oder was weiß ich, oder Besteck unterbringen, so, das ist echt ganz geil. Habe ich auch auf jeden Fall hier gekauft. Aber wir haben uns das so nett jetzt hier gerade alles zusammengestellt und jetzt sind wir hier in so einem Info-PC und wollten uns die ganzen Sachen abholen, aber die liegen hier nicht so, sondern man muss zur Beratungsstelle gehen. Da waren aber gerade schon 17 Leute, wo wir hätten warten müssen, deswegen sind wir jetzt am Überlegen, was wir gerade machen. Aber um den Schrank zu kriegen, müssen wir es wohl eingehen. Ihr habt es gerade gesehen, wir haben noch mal ein bisschen was getrunken. Meine Freundin hat so eine Family Card von IKEA, da kann man mal günstig, sag ich schon, umsonst hier was trinken. Ja, und jetzt sind jetzt 14 Leute vor uns und wir müssen halt ein bisschen warten. Ist so, hätten wir vorhin eigentlich schon mal direkt nehmen sollen, aber gut, egal, wir haben ja ein bisschen Zeit. Im Nachhinein ist man schlauer. Ja, richtig. Nächstes Mal machen wir es anders. Und übrigens, dieser ganze Schrank, der ist so, ja, momentan zumindest jetzt noch zu Hause. Wir ziehen ja auch hoffentlich bald aus, wenn ich mit dem Studium durch bin. Der Schrank soll dann für mein ganzes Kameraequipment sein und so. Das zeige ich euch dann nachher nochmal. Und den ganzen Aufbau, da seid ihr dann auch noch ein bisschen dabei. Hier auch sehr genial, hatte ich auch früher, als ich den Schrank noch nicht hatte, hinten in meiner Hecktür. Da hatte ich diese Dinger hier verbaut. Jetzt sitzen wir hier und warten auf unsere Sachen. Hier sitzen schon eine ganze Menge Leute. Unsere Nummer steht noch nicht mal an der Tafel. Das heißt, das wird noch mal ein bisschen dauern. Die Dinger stehen noch neben dem Sofa. Da hätten wir das fast vergessen. Oh Mann. In Fülle. Oder? Absturz, aber es hat es überlebt. So, angekommen. Jetzt mache ich uns noch ein bisschen Licht und dann seht ihr eine kleine Timelapse und dann hoffentlich einen richtig schönen Schrank mit meinem ganzen Kameraequipment drin.
So, Freunde, ihr habt es jetzt gesehen, wir haben nächsten Tag noch ein bisschen weitergemacht. Wenn euch so eine kleinen Ausflüge auch mal gefallen, dann gebt gerne mal einen Daumen dafür nach oben. Dann sehe ich das und ja, ich veranstalte sowas ganz gerne, weil ich dann einfach Videos schneiden kann. Das macht mir Spaß, ich kann ein bisschen mit euch quatschen und euch auch mal ein bisschen was aus meinem Leben zeigen. So, nicht nur immer der Bus, Bus, Bus. Klar, das ist das Spannendste an meinem Kanal, aber auch das hier gehört halt dazu. Und ich freue mich halt, dass ich jetzt mal schön was habe hier, wo ich mein Equipment hinpacken kann. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Also haut rein!